Freunde, was geht ab und herzliches Willkommen hier zum großen Preis von Österreich und ja, diese Woche auch zum Austrian Grand Prix hier aus Spielberg. Eine mega schöne Strecke. Gestern war schon ziemlich spannend und abwechslungsreich an der Spitze. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wir werden später auch nach einer schönen Runde hier rund um den Spielbergring werden wir auch ein bisschen quatschen über das gestrige Training. Unser Trainingsrecap wie gewohnt. Und am Ende kommt natürlich auch ein bisschen meine Prediction fürs morgige Qualifying mal. Also bleibt unbedingt dran. Morgen wird es auch die Hotlap und das Rennen unserer Mega-Season geben. Am Montag ein Recap. Alles im Zeichen von Österreich 2 oder Spielberg 2, wie wir es so schön nennen. Hier geht es aus der letzten Kurve raus. Immer ein kleiner Knickpunkt seit letzter Woche. Wissen wir auch sehr, sehr, sehr oft werden hier die Track-Limits überschritten. Und das ist natürlich gar nicht gut. Aber ja, wir sind hier mal gut vom Fern durchgekommen. Erste Kurve auch sehr tricky. Der Exit ziemlich wichtig, dass man hier den Berg nach rauf kommt, aber um dann die genaueren Ecken und so weiter rauszufüllen, werden wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf eingehen in unserer Hotlap, die wir ja fahren müssen, bevor dann das Qualifying losgeht. Also unser Qualifying wird nicht von einem guten Stern sein, muss ich euch schon mal sagen, aber dazu gleich mehr. Hier war auch der Weltmeister gestern draußen, also Hamilton war hier draußen auch, ich glaube, Stroll ist auch hier rausgefahren. Der hat es aber überhaupt gestern ein bisschen übertrieben. Auch wenn man teilweise ein bisschen auf das scheiß Wetter aussprechen kann, weil das Wetter echt nicht gut war. Es war so ein Frühlingswetter. Es hat geregnet oder getröpfelt, dann war es wieder schöner, härterer. Dann wieder ein bisschen Tropfen. Also es war sehr unvorhersehbar. Und hier dann durch die letzten Kurven durch, auch hier gerade noch so im Track Limit drin. Ich hätte auch hier gerne diesen grünen Streifen. Dieser Curb, der ein bisschen weiter geht nach der letzten Kurve, weil da kannst du echt ein bisschen länger gerade ziehen. Du musst immer so rüberziehen. Ich meine, hier, da geht in der normalen Formel 1 das Grün ein bisschen länger weiter. Aber ja, 2020 halt leider noch nicht. Beginnen wir mal mit dem Fernando. Ich glaube, der hatte da mit dem linken Vorderreifen ein leichtes Problemchen. Und das direkt am Anfang, also das stand nicht im guten Stern. Auch Stroll, der kam mit den Bedingungen nicht klar. Die hatten gestern den Testing-Tire zur Verfügung, dieser schwarze hier. Der soll dann ab nächstes Jahr komplett im Repertoire sein. Und auch ein Dreher dann am Gras von Stroll, der hat es echt ein bisschen übertrieben, auch in der letzten Kurve ein sehr, sehr blödes Thema, weil sich echt viel staut in der letzten Kurve. Stroll dann abgehoben in dieser ersten Kurve. Dann auch hier kein Platz. Es mangelt wirklich bei den 4,3 Kilometern am Platz. Und dann kam auch hier diese strange Startaufstellung oder diese strange Aufstellung mit Verstappen, Leclerc, Sainz und Bottas, Hamilton nur 7. Perez nur 8, also man sieht auch hier bei mir, in der letzten Kurve staut sich's ordentlich und da möchte sich auch jeder abbremsen, bis er dann mit seiner vollen Runde beginnt, aber das Problem ist halt, wenn sich alle abbremsen, bis dann alle da sind, ist der Erste wieder Letzter, versteht ihr? Und ja, das ist echt ein blödes Thema und das ist echt beschissen, weil das ist halt ein bisschen der Nachteil einer kurzen Strecke. Und los geht's hier mit unserem Benzinmanagementprogramm. Auch ein ziemlich wichtiges Programm. Wir wissen ja Benzin. Und hier haben wir dann noch schlimmer im zweiten freien Training dann. Weil sich hier wirklich alles staut. Auch die Boxen einfach. Man kommt ja hier voll rüber geschossen von der Rindkurve. Und da hast du fast keinen Einblick. Und dann, boom, stehen die auf einmal da. Ja, auch Leclerc mit einem Kies aus Ritt. Aber viel passiert es nicht. Ihr wisst ja, zweites freies Training, Long Run. Da jetzt der angesprochene Ausritt von Hamilton, aber es ist nicht viel passiert im freien Training, also wirklich, da war eigentlich alles auf Fahren aus, ja, Norris aus der ersten Kurve raus mit einem Dreher, der ist da so komisch raus und dann haben wir hier die Mercedes haben zurückgeschlagen, das war auch so dieser obere Tabellenwechsel, aber da war es auch schon ein bisschen heiterer zum Pröpfeln begonnen, also ich finde, das hat nichts auszusagen, auch Vettel auf 5, also man merkt, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, dass sich da auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern wird. Ich denke auch, Perez wird zu seiner alten Stärke zurückfinden, mindestens Top 5, aber ja, kann natürlich immer mehr oder eher weniger werden, aber
Das ist natürlich immer so auf der Strecke. Also man hat es auch letzte Woche schon gesehen. Das Coole ist auch, man hat direkt eine Referenz zu letzter Woche. Und wir fahren auch auf 98 diese Woche und ich habe eine komplett neue Karriere starten müssen. Also ja, nehmt es mir nicht böse. Wir werden dann das nächste Mal wieder auf der alten, in der alten Karriere fahren. Aber dieses Mal habe ich die neue Karriere hier gestartet, die eigentlich alles übernommen, aber trotzdem musste ich alles ein bisschen skippen. Nächste Woche geht's dann, oder in zwei Wochen, glaube ich, geht's dann nach, oder nächste Woche? Nein, in zwei Wochen geht's dann, glaube ich, nach Great Britain. Und das ist natürlich eine High-Speed-Strecke, macht übelst Bock. Und ja, natürlich diese sagenumwobenen S's, die ist echt einen verlocken. Also ich mag die S's extrem, diese Market Backend und so weiter, ihr kennt sie. Und diese Kurven sind einfach so spaßig. Und jetzt kommt's ins Qualifying-Tempo. Unser wichtigstes Tempo fast. Unser wichtigstes Tempo, genau. Unser wichtigstes Programm. Hier los geht's aus der letzten Kurve raus mit viel Schwung. Ja, ich habe es hier nicht übertrieben. Ich weiß natürlich, es gibt Verwarnungen, Streckenbegrenzungen und so weiter. Los geht's hier. Vollgas, Kurve 1, leichter Berg. Man kann ein bisschen später bremsen. Er den Scheitelpunkt nicht verpassen. Gut getroffen. Links ein bisschen zu weit. Über den Sausage Cup trotzdem guter Exit. Man sieht hier oben rechts 3/10. Und dann hier wunderbar den Schwung mit anfahren. Auf den Berg rauf. Der rechte innere, also der rechte vordere Reifen bleibt manchmal stehen. Leicht zu spät gebremst. Man merkt's. Also ich bin links ein bisschen zu nah an den Körb gekommen. Also man fährt da normalerweise so einen schräg an den Körb dran, aber nicht drauf. 325 ging schon mal schneller, man merkt auch, das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Und der Exit Ost Kurve Nummer 3 war jetzt nicht so Sahne. Also Hotlap kommt morgen, eine klassische Hotlap, dazu später aber mehr. Hier wunderbar, schön eingelenkt. Ja, perfekt. Das Auto macht auch genau das, was man will. Und das macht halt echt Spaß, wenn man so das optimale Setup für seinen Fahrstil und für sein Auto hat. Und zack, hier aus der letzten Kurve raus. Ja, Track Limits sind wir noch drin. Der rechte Vorderreifen. Hier wäre es knapp. Aber ich glaube, das hat easy auch ausgegangen. Und schnellste Rennrunde. 1-4-3. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Sagen. Testen Sie neue Komponenten? Die Saison hat gerade erst begonnen. Was glauben Sie, wie sie für Sie verlaufen wird? Klasse, das war dann alles. Jo Leute, willkommen hier nochmal aus dem sehr verregneten Spielberg aus der Steiermark hier in Österreich. Eine schöne Strecke, wie gesagt, ich mag sie und das Qualifying wird jetzt echt sehr, sehr, ja, heikel werden. Mit den Inters wird es in unser letztes Abschlusstraining gehen, in unser Qualifikationstraining und das wird echt, ich hasse Regen. Ich hasse Regen so extrem, aber zu meiner Verwunderung können wir hier heute echt Time to Shine machen. Unser erster Versuch hat uns auf 4 gebracht und ich dachte mir, wir werden den zweiten, ich werde den zweiten komplett zeigen, weil es echt ein mega Run wird in, ja, jeglicher Hinsicht. Also es wird auf jeden Fall ein guter Run hier, 2 Minuten 75. Ich habe auch gehofft bis zum Schluss, dass es wieder trocken wird, so wie letzte Woche. Ja, ist es leider nicht. Und wir müssen uns hier leider mit dem Regenwetter begnügen. 1,43 ist echt knapp. Und das habe ich dann auch gemerkt, weil man braucht da mindestens ja, so 20 bis 30 Sekunden raus. Und eine Runde dauert 1,10 circa. Und da musst du schon ordentlich Stoff geben. Gott sei Dank sind wir eher eine obere Box. Und nicht so wie Mercedes die erste ganz unten, weil das ist echt schwierig. So, los geht's mit 1 Minute 20. Ihr seht es auch drunter. 1,12 ist die schnellste Rennrunde. Das heißt, wir haben knapp ein bisschen mehr als unsere schnelle gefahrene Runde Zeit, um einmal hier, ja, tut mir leid, Streckenbegrenzung ist okay. Norris ist auch hinter uns, ziemlich gut. Und das ist echt, das war kein einfaches Ding hier, diese Aufwärmrunde hinzubringen. Aber wir haben es knapp geschafft. 9, 8, 7. 6 und los geht's. 5 Sekunden vor Schluss. Ich bin mir sicher, die hinteren zwei sind da nicht mehr. Doch, ich glaube, der eine ist noch drüber, der andere nicht. Erste Kurve gut genommen, sehr viel Körb mitgenommen. Das ist normalerweise gefährlich, aber wir haben es geschafft. Vierter Platz. Bottas hat sich mit der Pole hier an die Spitze gesetzt. Auch Vettel hat sich vor uns geschoben.
Und erster Sektor rot, aber nur 39.000stel im Plus im Delta. Also das bedeutet, wir können hier echt noch Zeit gut machen. Auch hier gut rausgekommen. Ich weiß genau, wo wir die Zeit verloren haben. Das war nämlich unten, rund um den Bullen in den zwei Kurven haben wir viel Zeit verloren. Und hier runter auch viel Schmuh mitten. In den Körper kann man hier echt leicht berühren. Zeigt beim Rossbeschleunigen auch kein Quersteher oder so. Ganz schmuh ans Gas gegangen und das war okay. So, hier hatten wir vorhin ein bisschen Zeit verloren, weil ich echt spät und auch sehr langsam aufs Gas bin. Hier ein bisschen früh und sehr mutig. Und das gibt uns Lila im zweiten Sektor. 93.000stel im Delta Minus. Auf die Polzeit. Lila, what the fuck? Das kann echt nochmal Time to Shine werden. Letzten zwei Kurven hier. Rind perfekt durchgekommen, hier nicht viel riskiert am Körb. Letzte Kurve auch sehr sauber raustragen lassen auf den Körb. Und das kann echt eine perfekte Zeit werden. Eine 1. Bam, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben im Regen 98 die unerwartetste Pole überhaupt geholt. Und jetzt guckt euch bitte mal den Unterschied zum zweiten an. Das sind wirklich 17.000stel. Ein leichter Quersteher, einmal zu spät aufs Gas und wir hätten Bottas nicht geschlagen. Was für ein herzzerreißendes und mega knappes Qualifying das Ganze war. Also ich bin echt verblüfft, welches Qualifying das war, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken, abonniert den Channel gern kostenlos, macht gerne das Plus weg und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, morgen geht's weiter und auf TikTok auch später noch und ciao.